Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu James Bond 007 Bloodstone. Eines der besten und coolsten James Bond Spiele, die ich persönlich gespielt habe. Und ihr habt es ja mitbekommen, Freunde, der neue Film, der neue James Bond Film, der letzte von Daniel Craig, kommt jetzt endlich ins Kino nach etlichen Verschiebungen. Und ich bin ein bisschen gehypt auf den Film, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich freue mich sehr drauf. Ich mag Daniel Craig sehr als Bond-Darsteller und allgemein als Schauspieler auch. Und ich dachte mir, ey, spielst du nochmal in das coole Game rein? Wir haben es schon mal Let's Play zwar, aber das ist 7 oder 8 Jahre her mit ganz schrecklicher Qualität aus der heutigen Sicht. Und vielleicht habt ihr auch Bock drauf, dass wir es nochmal spielen. Ich habe tatsächlich nochmal extra meine Xbox 360 ausgekramt, um das jetzt zu spielen, was leider nicht abwärtskompatibel ist. Schade, schade, aber gut, dafür hat man ja noch die alten Konsolen. Wenn ihr Bock habt auf das Ganze, lasst ein Like da, lasst auch gerne einen Kommentar da, welcher James Bond Film, also welchen James Bond Film findet ihr am besten und welchen Darsteller findet ihr am besten von James Bond. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt und wie gesagt, gerne auch weiterhin Videobeschreibung abchecken, beim Gewinnspiel mitmachen, Social Media folgen, Discord, Twitch und ja, wie gesagt, lasst einfach Feedback da, falls ihr Bock habt auf mehr Folgen zu diesem Spiel. Let's go! Bond, das ist dringend. Überaus dringend. Der Angriff könnte kurz bevorstehen. Wann sind Sie wieder auf dem Boden? Wir sind in 10 Minuten unten. Wir haben keine 10 Minuten. Der Satellit empfängt verdächtige Aktivitäten bei Grecos Schiff. Sie müssen sich beeilen. Bin schon unterwegs. Planänderung. Ziel ist jetzt der Hafen. Laut unserer Quellen hat Greco einige internationale Terroristen für einen Selbstmordanschlag eingeflogen. Er soll während des Gruppenfotos stattfinden. Ich kann mich nicht auf Ihre Quellen verlassen, Dan. Ich habe Greco überprüft. Ein internationaler Geschäftsmann, der hier Urlaub macht. Sein Geschäft ist der internationale Waffenhandel. Er will alle Staatsoberhäupter, alle G20-Mitglieder auf einmal ausradieren. Sagen Ihnen das Ihre Quellen? Oder Ihre weibliche Intuition? Könnten Sie meine Intuition wohl außen vor lassen, General? Sagen Sie das Gruppenfoto ab, sofort. Unmöglich. Sie müssen mir vertrauen. Mir glauben, dass ich Sie beschützen kann. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich glaube an Bond. Okay, so, da sind wir auch schon mitten im Spiel. Viel Glück, Bond. Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit der Musik. Also, ich weiß nicht aus der heutigen Sicht, ob das da Probleme geben könnte vielleicht. Hier Tanner von der Q-Abteilung. Dem feindlichen Funk nach wurden sie nicht bemerkt. Den Plänen nach ist Grecos Quartier im Unterdeck. Finden Sie ihn und verhindern Sie den Anschlag auf den G20. Na klar doch. So, Deckung nutzen. Also, wie gesagt, aus der damaligen Sicht war es schon ein ganz cooles Game, finde ich. Ich glaube, ich habe es auch jetzt einmal Let's Play und einmal vor YouTube, glaube ich, privat durchgezockt oder sowas. Irgendwie so war das. So, wir müssen nach unten auf jeden Fall. So, einmal bitte runter hier, Daniel. Hey, da draußen ist nichts. Wir müssen nur auf Grecos Befehl warten und dann alles erledigen. Wo bleibt die Eskorte? Die sollte schon längst hier sein. Sollte schon längst hier sein. Ich habe Greco telefonieren gehört. Hoffentlich kommen sie. Sehr gut, ja. Keine Sorge, Greco kümmert sich drum. Ich will mir inzwischen mal die Nachrichten ansehen, ob noch alles nach Plan abläuft. Fokussieren. Eigentlich auch eine ganz coole. Oh, Alter, oh Gott, aus der heutigen Sicht, ey, oh Gott, ich bin so schlecht. Ey, nochmal den alten. Also, damals muss ich sagen, ich spiel's jetzt wieder mit dem Xbox 360 Pad. Damals fand ich den Controller mega krass, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die heutigen PS4, PS5 und Xbox One Series X und so weiter, der Controller ist einfach trotzdem besser irgendwie. Also irgendwie auch ein bisschen größer. Ich glaube, das passt. Ich habe relativ große Hände, deswegen finde ich die neueren ein bisschen besser, aber. Wer zum Teufel ist vielleicht auch ungewohnt. Sie? Sagen Sie den Anschlag ab, Greco. Es ist aus. Ein Mann gegen 40. Wohl kaum. Wachen!
erledigt ihn! Es ist wahrscheinlich wirklich einfach nur ungewohnt. Oder jetzt schon eine Ausrede für mich. kann man das... Ah, hat er automatisch genommen, die MP5. Sehr gut. Du, halt ihn auf! Ah, war wohl nix. Oh nein! Warum ist er denn da? Oh Gott, ey. Fängt er gut an schon. Ja. Fängt er super an, ey. Ich wollte doch an die Couch, ey. Zu den Booten! Ah, so sprintet man. Ah, okay, jetzt wissen wir es auch. Ah, ich hätte einfach so bleiben sollen. Gut. Her damit! Nein, den größeren! Oh ja. Das ist halt das Geile gewesen, dass hier zwischendurch auch ein bisschen so Fahr-Action war. Weil ich habe jetzt nochmal gesehen, den Entwickler bei Bizarre Creation, die haben nämlich früher Project Gotham Racing gemacht. Ah, die wissen schon, was sie machen. Das war aber auch damals schon auf der PlayStation 2 Zeit, wo noch Pierce Brosnan am Start war. Da gab es auch viele coole James Bond Spiele. Oder dann auch mit Sean Connery haben sie dann auch nochmal Liebesgrüße aus Moskau so nachgemacht und so weiter, wo es dann auch immer wieder so geile Auflockerung gab mit, keine Ahnung, Jetpack oder Autofahren und so. Das war schon echt ganz cool. Ne? Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, wie das neue James-Bond-Spiel von den Hitman-Macher wird. Da bin ich extremst gespannt, wa? Bam, 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 Junge. Tschüss. Also, wie gesagt, von der Präsentation her, schöner, geiler Actionfilm zum selber spielen. Und das Spiel geht auch nur ein bisschen länger als so ein normaler Film. Ich glaube, das kann man schon in 3-4 Stunden durchknallen, das Game. Aber es ist halt wirklich schade. Es ist schade, dass es nicht abwärtskompatibel ist, aber irgendwie hat das, haben alle Activision-Lizenzspiele das Problem. Niemals. Oh yes. Nice. Ey, hoffentlich gibt es keine Probleme wegen der Musik, weil das könnte alles zerstören. Er ist tot. Wir haben genug Zeit verschwendet. Los jetzt. Greco, da drüben. Verdammt! Bleib zurück und stopp dich! Wir gehen zum Akropolis! Oh, geil. Alter Schwede, Junge, hör doch mal auf jetzt. Ja, wie gesagt, die Musik, das könnte das Einzige sein, was es versaut. Ja, ich meine, Activision hat ja damals echt viele James Bond-Spiele rausgehauen. Die teilweise ganz okay waren, aber ich glaube, also ich würde sagen, Bloodstone ist schon das Beste von denen. Na, wo sind die Feinde, Alter? Ah, da drüben, oder? Nee? Nur schicke Ladies am Pool. Kein Problem. Erstmal wieder dran gewöhnen an den Controller. Damals habe ich ihn mega geliebt, aber
Es ist wie gesagt ungewohnt. Na, wo sind sie denn? Granate! Die Tür auf hier. Ihr kommt nicht durch! Boah, das kann flimmern, Alter, das kann flimmern überall. Es ist so heftig, wa? Die Games aus der Zeit. Aber trotzdem gibt es so viele legendäre Games. Aus der PS3, Xbox 360 Zeit. Oh, das Auto, das Auto. Ah, okay. Holy shit, Junge. Oh, Munition ausgegangen. Gut. Alter Schwede. Muss echt aufpassen, ne? Wo ist die Bombe, Greco? Letzte Chance, wo ist sie? Sie kommen zu spät. Let's go. Und wie gesagt, hier sind auf jeden Fall gute Leute dran gewesen für die. Nicht viel. Die Staatsoberhäupter werden gleich fotografiert. Auto Action. Weil Project Gotham Racing war schon ein geiles Rennspiel damals, ja. Au! Man muss jetzt nur noch fahren können, weißt du? Ich krieg ich. Du Drecksau, ey. Wow, wow, wow. Ey, heftig. Wow. Wir kommen aber näher. Oh, yo, Alter, jetzt gibt er plötzlich wieder Gas. Ich wollte gerade sagen, ey. Na, komm schon. Probier's doch! Alter, warum bin ich abgehoben? Jawoll! Wieder weggeschleudert wird, nice. Burnout-Style. Wie der Typ da noch drin sitzt. Habt ihr das gesehen? Wie es aussah. Feuerwerk? Wussten Sie, dass es ein Feuerwerk geben würde? Ganz ehrlich, ja. Woher wissen Sie das? Ehrlich gesagt, Intuition. Schön, Sie zu sehen. Ich hatte schon Sorge, dass Sie es nicht schaffen. Dann sind wir schon zu zweit. Gut gemacht. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Ja, einen Bourbon. Pur. Und was darf ich dem Gentleman bringen? Ich nehme... Für ihn einen Wodka Martini. Ja? Guten Morgen, 007. Wir haben Ihnen nach Athen zwar eine Woche Urlaub versprochen, aber wir haben Schwierigkeiten, die nicht warten können. Können Sie sprechen? Ja, kann ich. Ich bin in einem Hotel. Ich müsste gleich online sein. Da sind Sie. Was wissen Sie über die Midhurst Laboratories? Biotechnikfirma in London, Aktiengesellschaft, arbeitet fürs Militär. Nicht nur für das Militär. Vor 2 Jahren schloss sie mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag über eine höchst wichtige Biotechnologie ab. Das ist so geheim, dass ich nicht einmal hier darüber sprechen will. Ich verstehe. Gut. Ein leitender Forscher, Malcolm Tedworth, wird vermisst. Er war auf seiner Yacht im Ärmelkanal. Die Navy dachte zuerst, er sei tot. Sein Schiff war nach einem Sturm vor der Küste gesunken.
Aber heute Morgen erfuhren wir, dass er lebt und seine Forschungsergebnisse in Istanbul verkaufen will. Sind die Informationen verlässlich? Kaum. Ein anonymer Anruf von einem Mobiltelefon, das in Madrid gekauft wurde. Kurz danach hat das amerikanische Echelon-System einen Anruf aus Istanbul aufgezeichnet. Man hat nach den Schlüsselwörtern Forscher, Biowaffen und Passwort gefiltert. Könnte auch eine Falle sein. Könnte es der Wissenschaftler selbst gewesen sein? Vielleicht hatte er Gewissensbisse, weil er England verraten hat. Deswegen der Helikopter bei ihrem Hotel. Es wartet ein Flugzeug auf Sie. Wenn Sie in Istanbul sind, tun Sie alles, um herauszufinden, wer hinter dieser Sache steckt. Die Forschungsdaten dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. So, okay. Guten Morgen, 007. Wir haben das Mobiltelefon geortet, das das Echelon-System fand und es zum Eingang der alten Katakomben unter dieser Baustelle verfolgt. Wir haben das Signal verloren, als es unter der Erde verschwand. Aber vielleicht finden Sie es wieder, wenn Sie in die Katakomben gehen. Q-Abteilung, Ende der Übertragung. Ja, schauen wir doch mal. So, das ist auch ganz cool, dass hier so viele verschiedene Schauplätze sind, ne? Hey, halt! Keinen Schritt weiter. Dr. Bond. Britisches Museum, Architekturerbestiftung. Ich soll die Instandhaltung überprüfen. Nein. Rufen Sie das türkische Kulturministerium an. Mir egal. Aber da geht niemand runter. Nicht ohne Schutzhelm. Natürlich. Sicherheit geht vor. An dieser Baustelle haben wir das Signal von Tedworth verloren. Wir müssen herausfinden, ob er noch für uns oder für unsere Feinde arbeitet. Suchen Sie mit Ihrem Telefon nach Beweisen. Okay. Gut. Wie kommen wir jetzt hier rein? Hier durch die Tür, geht das? Ja. So, scannen wir das. Wir haben die Festplatte des Computers geklont. Ich gebe sie zur Analyse. Suchen Sie weiter. Na klar, machen wir doch. So, und jetzt hier einmal rein. Schön, dass wir uns auch locker flockig einfach auf der Baustelle frei bewegen können, ne? Dr. Bond! Der Vorarbeiter ist bereit, Sie zu treffen. Bitte warten Sie im Container. Kommen Sie. Freunde, was steht da? Der eine oder andere wird es doch bestimmt lesen können für euch, oder? Sicherheit geht vor, oder was steht da? Hier entlang, Dr. Bond. Okay. So, das gehen wir auch nochmal schnell. Er ist drin! Jetzt! Di-di-di-di-di! Zu spät! Der Eindringling ist ein Durchschneid. Um die Leiche kümmern. Bestätigt. Schnauze! Okay, ich dachte, wenn ich ihn im Kopfbereich treffe, wird er auch sterben. Bitte um Antwort. Over. Der kann dir leider nicht mehr antworten. Okay, kleine Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Noch ein paar Minütchen, Freunde, geht noch in der Folge, oder? So, mit Ihrem Smartphone können Sie feindliche Bewegungen. Ich schieße einfach überall offen. Was heißt denn davon? Ist er tot denn wenigstens? Ja. Ah, okay. Hier rüber, James. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich, wenn wir jetzt hier die Leute so im Nahkampfblatt machen für den Fokus. Eindringling! Aber nicht, dass ich gleich wieder keine Munition habe.
Egal, das regeln wir schon. Gar kein Problem hier. So. Oh, hier ist ja einer. Alter! Hier drüben! Mitkommen! So. Wir brauchen Verstärkung. Bam, Junge, was wollt ihr machen, ne? Ja, das gefällt dir, oder? Bist du tot? Man weiß ja nie so wirklich, wa? So, auf dem Smartphone erscheinen Wegpunkte. Okay. Upsi. Jetzt so. Alter, das Healen, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ja, genau. Das ist cool. Ja, das ist schon cool. Verstanden. Bin unterwegs in die Katakomben. Hä? Gab's da irgendwie... Fehlte da irgendwie was, oder was? Das hat sich so angehört, als hätte er auf etwas geantwortet, ne? Kann ich hier mal Hilfe kriegen? Ich brauche Hilfe bei dem hier. Der Boss will, dass er nicht identifizierbar ist. Hier ist etwas. Hier ist etwas, ja? Das ist korrekt. Hier sind wir aber nicht richtig. Wir müssen hier rüber anscheinend. Ja, hier sind wir richtig. Wir haben die Umgebung der Katakomben gesichert. Der letzte Zugangstunnel ist blockiert. Was war das? Komm, zeig dich. Alter Schwede. Ich glaube, es liegt nicht am Controller. Es liegt nicht am Controller, eher am Spiel so ein bisschen. Das ist echt ein bisschen hakelig. Und natürlich auch ein bisschen an mir. Ja, ja, ich weiß. Holy moly, ey. Komm, zeig dich. Situation kritisch. Let's go, ey. Bruch Unterstützung! Alle sind tot, ja? Du auch! Du auch, mein Freund! So! Ich würde aber sagen, jetzt so langsam können wir mal. Es ist wirklich sehr hackelig, ihr seht es. Vor allem so, wenn du ein bisschen versuchst zu strifen mit dem Charakter selbst auch noch. Ah, es geht. So, sind wir hier richtig? Ah ja, hier rein. Okay, ich würde sagen, hier machen wir dann aber doch Schluss. Ja, hier ist okay, neuer Kontrollpunkt. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst ein Like da. Geht ja schnell, nehmt euch gerne kurz die Zeit, falls ihr, wie gesagt, Lust habt. Ansonsten ballert mir, wie gesagt, gerne auch in die Kommentare euren Lieblings-James-Bond-Film und Darsteller. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.